Wir haben gerade unsere Mitgliederversammlung zu Ende gebracht, hier in der GLS Treuhand, und wir hatten als Gäste Can Dündar und Margarita Betoni von der deutsch-türkischen Nachrichtenplattform Özgürüz. Und Frau Betoni, vielleicht erzählen Sie uns noch den Hintergrund, wie es zu dieser Nachrichtenplattform kam und welche Ziele dahinter stecken. Gerne. Also Özgürüz ist eine deutsch-türkisches Plattform, wie Sie schon sagten, das vom Recherchezentrum Korrektiv, also vom journalistischen Recherchezentrum Korrektiv aus Berlin, gemeinsam mit Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, gegründet wurden. Wir sind seit dem 24. Januar online und berichten auf Deutsch und Türkisch. Und Sie fragten, was eigentlich dahinter steckt, hinter dieser Plattform, und wir haben verschiedene Ansätze. Einmal, das ist ganz wichtig, wollen wir eigentlich jene Nachrichten unzensiert in die Türkei überbringen, also jene Nachrichten, die in der türkischen Medien nicht mehr einen Platz haben, die nicht mehr veröffentlicht werden wegen der aktuellen politischen Situation in der Türkei. Was wir auch wollen, ist einfach ein Ort zu sein, wo Leute ihre Arbeit weiterführen können, die sie in der Türkei nicht mehr weiterführen können, seien es Akademiker oder Journalisten. Wir geben diese Leute eine Stimme und die Möglichkeit, ihre Arbeit einfach weiterzubringen. Und was wir auch wollen, ist eben auch die deutsch-türkische, also die türkeistämmige Gemeinde in Deutschland erreichen. Deswegen senden wir eben in zwei Sprachen aus, auf Deutsch und auf Türkisch, damit wir möglichst viele Menschen erreichen können. Das ist eine tolle Sache, und die GLS Treuhand hat den Anschub finanziert von dieser Plattform oder war einer der Organisationen, die das gemacht haben. Wie finanzieren Sie sich jetzt und ist das einfach und welche Unterstützung brauchen Sie? Wir finanzieren uns hauptsächlich über Mitgliederbeiträge, also Menschen, die bei uns Mitglieder werden und uns monatlich mit Beiträgen in verschiedenen Höhe so quasi unterstützen. Man kann 5 Euro spenden, 10 Euro bis hin zu das, was man eigentlich möchte, oder eben durch die Zuwendung von Stiftungen. Es ist nicht leicht als Modell, es ist aber ein Modell, an das wir eigentlich glauben, weil das uns auch eine gewisse Unabhängigkeit bewährt, so quasi. Wir sind nicht von einem großen Verlag zum Beispiel abhängig und können deswegen uns die Zeit nehmen für die Nachrichten, die investigative Recherche, die wir voranbringen wollen. Und eben, es ist nicht leicht, sich damit zu finanzieren, und davon, von dieser Unterstützung, die wir bekommen, hängt aber auch unsere Zukunft tatsächlich. Also wir brauchen Mitglieder, wir brauchen Spenden, wir brauchen Unterstützung, damit wir weitere Projekte entwickeln können. Wir arbeiten zum Beispiel zurzeit an einem Magazin, das wir Ende Juni rausbringen wollen, in dem wir uns eben an mit längere sowohl investigative als auch analytischen Stücken quasi beschäftigen. Und wir würden auch sehr gerne eine Radiostation gründen. Schöne Sachen. Wie kommen Sie an die Informationen aus der Türkei? Sie haben vorhin erzählt, Sie haben tatsächlich Journalistinnen und Journalisten auch in der Türkei vor Ort, die an Sie Nachrichten liefern. Wie funktioniert das? Wir haben tatsächlich eine Gruppe von, man muss wirklich sagen, mutige Menschen, die uns aus der Türkei unterstützen, mutige Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine Kollegin in Istanbul, ein Kollege in Ankara und ein Kollege noch in Diyarbakir, also in Südostanatolien. Und diese Menschen unterstützen uns eben direkt vor Ort. Man denkt manchmal hier in Deutschland, dass es gar nicht mehr möglich sei, in der Türkei zu arbeiten. Das ist durchaus unglaublich schwierig, aber es ist immer noch möglich. Wir haben eben Menschen, die von dort für uns berichten, und was wir da als Mittel quasi benutzen, sind sogenannte Periscope-Videos, also quasi Videos, die über Twitter ausgestrahlt werden. Und das Gute an Periscope ist einfach, dass jeder mit einem Handy in der Hand sich einfach über Twitter einloggen kann und dieses Video ausstrahlen kann. Und das Gute daran ist eben, unsere Internetseite ist übrigens blockiert, also kann aus der Türkei nicht aufgegriffen werden, und diese Videos über Twitter sind für uns deswegen sehr wichtig, weil Twitter in der Türkei wirklich ein sehr verbreitetes soziales Netzwerk ist, und somit können eben unsere Korrespondenten direkt aus der Türkei berichten. Vielen Dank. Danke auch.